erstes noch zwei neue Repaints. Da vorne seht ihr ein Repaint aus der Quarterstute war es, glaube ich. Weiß es nicht. Von den neuen Pferden weiß ich die Rassen leider nicht. Ist auch manchmal schwer zu erkennen. Auf jeden Fall, die hat einen Mähnenkast, sodass man die Zöpfe nicht mehr sieht. Und ich habe das Geschlecht gekastet. Das ist jetzt ein Hengst. Ich habe ihn zu einem Schimmel repainted. Und er ist halb Airbrush und halb Pastellkreide. Beim halben Pferd ist meine Airbrush kaputt gegangen. Und dann musste ich einfach mit Pastellkreide weitermachen. Ich habe versucht, was zu retten ist. Aber er ist speziell geworden. So sieht er von der Seite aus. So von der anderen Seite. Ich habe auch einen Farbverlauf in Mähne und Schweif. Und ich finde, er hat voll das süße Gesicht. Da sieht man die Seite vom Gesicht. So von vorne. Und das ist die andere Seite. Das ist mein zweites Repaint. Das ist ein Repaint aus dem Knappstrupperfohlen. Und das ist zu einem Norwegerfohlen geworden. Das ist auch halb Airbrush, halb Pastellkreide. Aber nicht diesmal, weil mein Airbrush kaputt war, sondern weil ich die Gelenke nicht so ganz stark schattiert haben wollte und ich dann das lieber mit Pastellkreide gemacht habe, weil Fjordpferdfohlen sind ziemlich hell. So sieht er von der anderen Seite aus. Ich zeige ihn euch auch mal noch näher. Hier ist die Seite vom Gesicht. Er hat keine Abzeichen bekommen. Das ist ein anderes Auge. Das ist ein bisschen schief geworden. Da habe ich nicht aufgepasst. So, das ist jetzt mein erstes selbstmodelliertes Wesen. Das ist ein Hippogreif. Eigentlich sollte es ein Pferd werden, aber ich kann keine Pferdeköpfe modellieren. Und deswegen habe ich einfach einen Adlerkopf gemacht. Er passt leider nicht ganz drauf. Ich hoffe, man kann es erkennen. Die Flügel sind echte Federn, also ich habe sie ein bisschen eingefärbt. Ja, ich zeige euch ihn noch genauer. Er ist zu einem Falbenden. Mir ist gerade aus Versehen eine Gralle von ihm abgekracht, wie man hier vielleicht sehen kann. Warte, da fehlt eine. Da ist sie mir gerade abgefallen. Aus Versehen. Ich zeige jetzt mal noch den Kopf. Hier, der hat grüne Augen. Die Federn sind alle einzeln hingeklebt, modelliert, wie auch immer. Da sieht man vielleicht noch seine Farbe. Hier sieht man auch nochmal die Farbe. Das ist alles noch so ein bisschen unrealistisch, sage ich jetzt mal. Auf der Schweif. Jetzt nochmal von vorne. Ich habe die 13 nochmal hingestellt. Ich werde jetzt am Ende noch ein paar Bilder einblenden von dem Pferd, an dem ich gerade arbeite. Und auch von dem Hippogreif in Nahaufnahme. Und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!